Meine Damen und Herren, wir begrüßen das Köln Nordrhein-Westfalen im 2014. Ihr seht noch verdammt frisch aus für 6 Wochen Karneval. Wir haben Prinz Björn den Ersten, Bauer Michael und Jungfrau Hermia. Ja, lieber Hans, ich kann dir sagen, das ist für uns jetzt ein ganz besonderer Moment und eine besondere Ehre, dir als Kölner Urgestein und als einen, der nicht nur die Kölner Bühnen geprägt hat, dir diesen Preis jetzt gleich zu überreichen. 1974 hattest du deinen großen Durchbruch und ich kann dir sagen, ich bin 76 geboren und ich bin mit dir aufgewachsen. Und meine allererste Schallplatte war deine Schallplatte. Eure, deine. Und ich kann dir wirklich sagen, du hast Colonia, unsere Mutter Colonia in Deutschland, in der Republik bekannt gemacht. Und dafür möchten wir dir wirklich von ganzem Herzen danken. Du hast es verdient. Du bist kölsches Urgestein. Und lieber Hans, du bist nicht nur ein kleines Stück von Kölle, du bist ein ganz, ganz großes Stück von Kölle. Lieber Hans, halt es in Ehren. Du hast die Ehrenrampensau verdient, wie kein anderer in Köln. Ich bin die größte Sau im Moment. Danke schön. Ich habe was vorbereitet. Boah. Und das mache ich auch noch eigenhändig. Guck mal hier. Ein Höckerchen. Ein Mikro. Und ich bringe Ihnen sogar das Instrument. Aber einen kurzen Moment müssen wir doch noch nehmen. Aber bitte. Unsere liebe Hermia ließ es sich nicht nehmen, die höchste Auszeichnung im Kölner Karneval dem Hans auch von uns zu überreichen. Unsere Prinzenspange. Instrument. Ja, meine sehr geschätzten Damen und Herren, es sollte ein schöner Abend werden und da kam ich. Ich kann Ihnen sagen, der Karneval hat sich unheimlich geändert. Ich kann mich noch gut erinnern, 1950, da waren wir mit 5 Mann zu Hause und wir kriegten das erste Fernsehgerät. 4 Mann konnten zugucken. Ich war der Einzige, den ich sehen durfte, weil ich mit der Antenne durch die Wohnung gelaufen bin. Ja, so war das früher, ne? Ja. Aber es war trotzdem schön. Man soll einfach nicht vergessen, was wir heute haben, was wir früher nicht gehabt haben. Dann habe ich Ihnen ein Liedchen mitgebracht, zur Erinnerung, wie es früher war. Mein Lieblingslied ist und übrigens hat Werner Keppel geschrieben. Ich singe es zur Abschreckung. Es fängt so an. Können Sie hören? Als Kinder lief Familien durch den Schilderjass. Und ob der Rausch schon über der Hochstraße bis zum Dom. Was war das früher schön? Mir holt noch goldsche Tönen. Als die 4 Butze singen täte, das war schön. Trotzdem fühlen wir uns wohl, denn wir haben ja noch den Dom. Und wir fahren mit den Kindern in der Zoo. Und es gibt nicht nur Ring, es gibt noch manches hier zu sehen. Auch fast erlaufend hätte in Köln singen sind. Wir sind echte Kölsch. Und mit Ringwasser gedäuft, wir lachen immer jäh. Und wie die ja nicht müd, in Köln ist es nicht nur laut. Der Dom ist auch bald so gebaut. Kommen Touristen an der Ring, die kommen zu mir, ich bringe sie hin. Dann hat alles singen Sinn. Denn wir wohnen in Köln am Ring. Dankeschön.
Meine Damen und Herren, liebe Fernsehzuschauer, liebe Gäste hier im Elzhof in Köln-Porz, die Ehrenrampensau 2014 für Hans Süper. Ich hole sie dir. Bitte schön. Herzlichen Dank an das Kölner Dreigestirn 2014 mit Prinz Björn im Ersten, Bauer Michael und Jungfrau Hermia Dremor-Kölle. Dreigestirn. Hans Süper. Schön, dass er da war.